Willkommen zum Haustheater des Dialogzentrums Leben Alter hier an der Hochschule Osnabrück. Der Kollege Christian Müller-Hergel und meine Wenigkeit sind wieder da, um miteinander zu diskutieren. Und wie angekündigt, geht es heute um das Thema Sexualität in der Versorgung, in der Betreuung im Leben gerönter psychiatrisch erkrankter Menschen und der Pflegenden. Ich möchte vorweg trotzdem noch mal eins sagen aus aktuellem Anlass. Unsere Dialogkonferenz, die eigentlich am 26. Mai geplant war, ist verlegt worden auf den 4. November diesen Jahres. Alles Weitere dazu an anderer Stelle. Also, zu heute zum Haustheater. Worum soll es heute gehen? Zum einen geht es natürlich um Sexualität im Alter, Sexualität bei Menschen, die eine gerönte psychiatrische Erkrankung haben. Die Fragen, die wir uns stellen werden, sind natürlich, inwieweit ist überhaupt noch der Wunsch da nach Sexualität? Was für eine Rolle spielt Sexualität im Leben von Menschen im Alter? Und wenn man gerönte psychiatrisch erkrankt ist, hängt es zusammen mit einer Stigmatisierung? Gibt es so etwas wie eine Stigmatisierung, wenn man über Sexualität im Alter spricht? Und ganz entscheidend natürlich noch, was ist der pflegerische Auftrag? Auch darum wird es heute gehen, damit Menschen eine erfüllte Sexualität leben können. Und zwei weitere Punkte, die wir auch noch heute, zumindest haben wir uns das vorgenommen, besprechen wollen, ist einmal der Punkt der Sexualassistenz. Was ist das überhaupt? Wozu führt das? Wer ist dafür verantwortlich? Und natürlich auch das Thema der sexuellen Übergriffe. Gehen wir einmal rein ins Thema. In einer Studie von 2007 sagen Robinson und andere, die haben Menschen befragt oder die haben sich die Frage gestellt, was hat einen Einfluss auf die Lebensqualität von älteren Menschen? Und haben dort gefragt nach dem Alter, hat das Alter einen Einfluss, das Geschlecht, der Familienstand, der Gesundheitsstatus, die Erziehung, die Beziehungszufriedenheit oder auch die sexuelle Aktivität. Und den meisten Einfluss auf die Lebensqualität älterer Menschen haben nach dieser Studie die Beziehungszufriedenheit, der Gesundheitsstatus und die sexuelle Aktivität. Das ist nur eine Studie, die ich zum Anfang einmal kurz nennen möchte. Und dann möchte ich direkt die andere Seite, den pflegerischen Auftrag, einmal ansprechen. Wenn man zurückgeht bis Virginia Henderson und Pflegeideen und Pflegetheorien, die hat von den 14 Bedürfnissen gesprochen, die Menschen haben, Henderson. Die Ideen von Henderson wurden dann aufgenommen von Roper Logan Turney, die meisten von Ihnen sicherlich kennen oder schon mal von Ihnen gehört haben, dann später von Liliane Juchli und Frau Krowinkel. Und in all diesen Aktivitäten des täglichen Lebens, also Activities of Daily Life, gibt es einen Punkt, der heißt so etwas wie sich als Mann oder Frau zu fühlen. Sicherlich ist Sexualität nicht all, ist das nur ein Teil davon, aber eben auch ein Teil davon. Das heißt, es gibt offenbar einen pflegerischen Auftrag, der im weitesten Sinne irgendwie auch mit Sexualität und sexuellem Erleben zu tun hat. Darüber wollen wir heute sprechen und ich möchte direkt einsteigen in die Diskussion mit dem Christian, indem ich einmal sage, wie sieht es denn überhaupt aus mit Studien zu, zunächst erstmal Sexualität und Alter? Also die Studien kommen eigentlich zu dem gemeinsamen Ergebnis, dass also Sexualität ein Lebensthema ist, das von der Geburt bis zum Tod eine Rolle spielt. In unterschiedlichen Formen ist es ein psychodynamisches Grundmuster, das immer da ist. Und im Alter nimmt die Sexualität nicht ab, aber sie verwandelt sich. Das heißt also, sie ist in der Regel etwas weniger orgasmusfixiert, etwas weniger fixiert auf Penetration, sondern sie wandelt sich. Also im Sinne von, dass Intimität, Hautkontakt, Zärtlichkeit, dass das eine größere Bedeutsamkeit einnimmt. Das bedeutet nicht, dass genitale Sexualität nicht sein kann, aber sie ist nicht mehr von der Art entscheidender Wichtigkeit, wie das in jüngeren Jahren der Fall ist. Was wir wissen ist, dass es immer korreliert mit Lebenszufriedenheit und auch mit Gesundheit. Also Menschen, die regelmäßig einen sexuellen Kontakt haben, denen geht es besser. Die haben auch bessere Werte für Herz und alles Mögliche. Also das tut Menschen einfach gut. Und wahrscheinlich umgekehrt auch. Menschen, denen es besser geht, die haben auch häufiger sexuelle Kontakte. Also insgesamt kann man sagen, das Verlangen, das bleibt. Auch wenn die Erregungsphase kürzer ist und wenn die Orgasmusorientierung abnimmt, aber das Verlangen nach Intimität, das bleibt.
Körperliche Sexualität nimmt in der Regel deutlich ab 75, aber nicht, weil das Verlangen geringer wird, sondern weil die Gesundheit schlechter wird, weil die Schmerzen größer werden, weil die Knochen nicht mehr mitmachen, weil der Partner einem fehlt. Auch diese Form der Intimität oder der sexuelle Akt? Erstmal beides. Also okay. Sowohl die genitale Sexualität, aber auch die Intimität nimmt ab. Und zwar meistens schlichtweg deswegen, weil man zu krank ist oder weil man verwitwet ist. So ungefähr kann man das so beschreiben. Man könnte jetzt noch mal gucken nach den Herausforderungen. Soll ich die hier noch so einbringen? Ja. Ja, also es gibt natürlich so bestimmte Herausforderungen im Alter. Also da gibt es einmal die mangelnde Lubrikation bei der Frau und die erektile Dysfunktion. Lubrikation heißt was? Das ist einfach, dass die Scheidenflüssigkeit sehr stark abnimmt. Ne? So, bei den Männern ist es die erektile Dysfunktion, aber gar nicht so unbedingt, dass die Dysfunktion im Mittelpunkt steht, sondern die Versagensangst. Und deswegen nehmen 14% aller Männer ab dem 60. Lebensjahr sowas Ähnliches wie Viagra oder ähnliche Dinge. Immerhin 14%. Für Frauen gibt es sozusagen da auch so ein Produkt, das aber sehr umstritten ist. Das ist also so sogenannte Pink Viagra, aber die hat sehr viel mit Müdigkeit und Schwindel und anderen schlimmen Nebenwirkungen zu tun, dass die sehr umstritten ist. Also eher wohl nicht nehmen. Ja. Das heißt aber, wenn ich dich richtig verstehe, dass die Abnahme, zumindest der Quantität sexueller Kontakte, hat also eher mit einer sozusagen vergänglichen Körperlichkeit zu tun, als weniger mit dem Wunsch nach. Auch weniger mit dem Wunsch, aber eben zum Beispiel durchaus auch mit Schmerzen bei der Frau, ja, weil die Penetration sehr viel schmerzhafter ist und immer mal mehr vorbereitet werden muss. Und beim Mann, die männliche Sexualität ist halt sehr auf Dominanz, auf Macht, auf Durchdringung ausgelegt. Und wenn er das dann nicht mehr so kann, dann kriegt er Angst. Und weil er die Angst hat, kann er es nicht mehr. Und dann gibt es hier wieder so einen Kreislauf, der sich sozusagen selbst bestätigt. Ne? Und das ist schwierig. Bei den Frauen kommen noch ein paar andere Dinge hinzu. Also die sogenannte Unsichtbarkeit der Frau ab einem bestimmten Alter, ab der Menopause, wird ja immer wieder beklagt. Also eine zunehmend schwierige Auseinandersetzung mit dem eigenen Leib, mit den Händen, die sich verändern. Glücklicherweise sind es wohl oft die Hände, die Falten im Gesicht, aber auch eine ungünstigere Fettverteilung. All diese Dinge, die machen Frauen sehr viel zu schaffen. Also die leiden am eigenen Körper. Okay. Vielleicht noch ein letzterer Punkt. So Beratungsinstitutionen, da kommen halt immer mehr alte Paare hin und eins der Hauptprobleme, die also so ab 70, 75 haben, ist Sexualität. Also gerade alte Paare lassen sich sehr, sehr häufig über Sexualität beraten. Das ist also weiterhin ein wichtiges Thema und ein Thema, das sozusagen seiner Brisanz auch im Alter nicht nachlässt. Ja. Jetzt gehe ich mal einen Schritt weiter. Ist es ein weniger wichtiges Thema, wenn Menschen gerontopsychiatrisch erkranken und alt sind? Insgesamt schon, weil alle psychischen Erkrankungen wirken sich eigentlich negativ auf Sexualität aus. Okay. Ja, also das heißt, Menschen, die Angsterkrankungen haben, die Depressionen erleiden, auch Menschen, die an einer Demenz leiden, die werden in der Regel relativ flott apathisch. So, haben Exekutivfunktionsstörungen, sodass sie, das sexuelle Handling auch nicht mehr so richtig hinbekommen. Und sowas wie eine Hypersexualität, da kommen wir noch drauf, die ist vergleichsweise sehr selten. Das heißt also, psychische Erkrankungen wirken sich meistens negativ auf die Sexualität aus. Aber nicht unbedingt auf den Wunsch nach Sexualität, sondern eher auf das Vermögen. Oder auch auf den Wunder lässt sich das so jetzt nicht weiß sagen. Weiß ich nicht. Also das kann ich jetzt nicht so. Okay. Also es lässt in der Regel sehr nach, weil die Menschen einfach innerlich mit ganz anderen Dingen beschäftigt sind. Mhm. Ja, also mit ihren Ängsten, mit ihren Sorgen oder eben, mit ihren depressiven Vorstellungen von Sünde, Schuld, Versagen, nicht genügt zu haben. Und wenn man in diesem Gedankenkreislauf drin ist, dann ist einfach Sexualität nicht mehr wirklich so ein Thema. Okay. Nun gibt es da auf der anderen Seite natürlich andere Beschreibungen, wo Menschen beschreiben, also zum Beispiel, ich kann mich gut erinnern, gelesen zu haben,
dass Paare beschreiben oder einzelne Personen von Paaren beschreiben, dass die Sexualität, obwohl der Partner demenzkrank beispielsweise ist, sogar besser geworden ist, als sie früher war. Das mag unter Umständen zu tun haben, dass bestimmte Schranken im Kopf einfach fallen, dass man vielleicht nicht mehr so gehemmt ist unter Umständen, ja, so ist in seiner das. Sexualität, könnte ja. ich mir gut vorstellen. Oder ich gebe ein anderes Beispiel dafür. Also es ist ein paar Jahre her, da war ich in einem Altenheim und habe dort das Dementia Care Mapping gemacht und saß also dort auf dem Flur. Und auf einmal kam eine junge Schwester, eine Pflegerin, wie von Tarante gestochen, aus einem Zimmer herausgerannt und schrie, Sie Schwein! Nicht? Und ich habe dann gedacht, weiß Gott, was passiert ist und bin dorthin. Und da war also in diesem Zimmer ein Mann, und die Ursache für die sozusagen ekstatische Ausruf dieser Frau war, dass dort ein Mann auf seinem Bett lag und onanierte. Also offenbar sehr wohl Lust auch auf seine Sexualität haben. Grundsätzlich kann man ja auch niemanden verbieten, für 4.500 Euro Miete im Monat auf seinem Bett auch mal zu onanieren. Aber offenbar ist es so, dass Pflegende, oder nicht viel, nicht alle, kann man nicht grundsätzlich so sagen, aber dass es in einigen, vielleicht sogar in vielen Einrichtungen, sowohl der stationären als auch in der ambulanten Pflege, für Pflegende schwierig ist, mit der Sexualität der Pflegebedürftigen umzugehen. Also das hat natürlich viele Ursachen. Einmal hat das was damit zu tun, dass die Sexualität kulturell, und zwar auf der gesamten Welt, in allen Religionen und Kulturen als Prärogative der Jugend gilt. Das bedeutet, junge Menschen, die sollen das tun, und der Zusammenhang von Sexualität und Kindern und Prokreativität, der ist in allen Religionen grundgelegt. Und das bedeutet im Grunde genommen, wenn da nichts mehr rauskommt, dann soll da auch nichts mehr reinkommen. Ja. Ja? Das ist schon so eine Idee. Es gibt noch so andere Vorstellungen, dass man die Sexualität der eigenen Eltern natürlich nicht so erträgt, so Freud lässt grüßen mit dem Ödipus- und Elektra-Komplex. Ne? Aber auch evolutionsbiologisch gibt es so Vorstellungen, dass man quasi die Alten symbolisch dadurch kastriert, also die jungen Mächtigen kastrieren die Alten, die immer noch mächtig sind, dadurch, dass sie ihnen quasi die Sexualität absprechen. Also da gibt es unterschiedliche Vorstellungen, die erstmal so als kultureller Bodensatz gelten. Dann haben wir in der zweiten Schicht natürlich den weißen Beruf. Naja, so weiß ist er ja zum Glück nicht mehr überall, aber immer noch. Ja, also sehr stark mit Normen, mit Hygiene, mit Regeln verbunden. Ja, das ist ja natürlich schon auch der Pflegeberuf. Wahrscheinlich hängt das dann nochmal zusammen, auch wie Pflegende sozialisiert sind und wie sie das so mitbekommen haben. Also das sind so einige Hintergründe. Und auf diesen Hintergründen entfaltet sich jetzt, sagen wir mal, das Drama in der Institution. Erstmal Stopp machen, willst du noch mal was? Ja, ich überlege nur gerade nicht, also das ist natürlich, also ich verstehe das, was du sagst, auf der anderen Seite, ich habe es ja am Anfang geschildert, ist ja eine der Aufgaben auch im Rollenverständnis Pflegende, Menschen bei ihren sozusagen Aktivitäten des täglichen Lebens zu unterstützen. Und eindeutig, auch egal welcher Studie man dort glauben mag, ist es so, dass es eine Menge Menschen gibt, die auch im Alter und auch trotz Erkrankung, auch trotz psychischer Erkrankung, für die Sexualität eine Rolle spielt. Wie kriegt man das? Es wird ja auch kaum offiziell da. Es wird viel drüber geredet, über Übergriffigkeit vor allen Dingen. Also mein Erleben ist, dass wenn in der stationären Pflege, aber auch in der ambulanten Pflege, wenn über Sexualität gesprochen wird, dann wird im Zusammenhang mit Übergriffigkeit über Sexualität gesprochen. Nicht mit Sexualität als solcher, als etwas Schönem, als etwas, was die Lebensqualität erbaut. Ist das auch deine Erfahrung so? Ja, also ich denke, dass sich so gesellschaftliche Tabus und auch Normverletzungen natürlich nochmal in institutionellen Settings besonders verdichtet entfalten und auch ihre Dramatik deutlich wird. Ja? Mhm. Und das wird auch so, da gibt es so einige Untersuchungen, wo man mal auch Pflegende gefragt hat, und wenn man die so interviewt, dann zeigen die oft eine sehr permissive, also zulassende, gewährende, tolerante Haltung. Wenn es dann aber tatsächlich mal zu dem entsprechenden Vorkommnis kommt, dann zeigen sie doch eher Spott, Ablehnung, auch Angst, Scham und Ekel, wollen damit nichts zu tun haben. Also nehmen wir mal sowas wie Anleitungen, mit einem Vibrator umzugehen. Ja.
ja, oder eben einem Paar zu helfen, sich zu entkleiden und nach ihrer Aktivität sich wieder zu bekleiden, eben auch bis hin zu gewissen Hilfestellungen, das finden sie nun doch wirklich sehr, sehr schräg. Aber mir kommt das so vor, als ob es wie so oft bei solchen Dingen dort zwei Bewegungen gibt. Also die eine Bewegung, die sich quasi totstellt, als ob sie noch nie etwas davon gehört hat, dass es auch Sexualität gibt. Und demgegenüber wieder eine ganz andere Bewegung, die eher progressiv mit dem ganzen Thema umgeht, die also Zimmer dafür einrichten, weil in einem Doppelzimmer ist sowas ja auch häufig schwierig, also spezielle Zimmer dafür einrichten, die Kontakt aufnehmen zu Sexualassistenten und so weiter. Also schon tatsächlich so etwas auch machen wie eine Art von passiver Sexualassistenz, indem sie Menschen überhaupt ermöglichen, ihre Sexualität auszuleben, sofern diese das nicht nur mit sich selbst oder mit anderen in der Einrichtung tun. Ich denke, das ist schon so, dass wir im Moment so eine Zeit haben, wo so ein kultureller Umbruch auch da ist. Ja. Also wo viele Pflegende sagen wir mal, ein anderes Verständnis auch ihrer Arbeit entwickeln. Und ich denke, es ist tatsächlich so, dass du heute beides findest. Also Institutionen, die eher relativ restriktiv sind, vielleicht Institutionen, die eher von Angst geprägt sind, die keine schlimmen Vorkommnisse haben wollen, denen das Urteil der Angehörigen und ihres Umfeldes extrem wichtig sind, die nicht so sehr patientenorientiert oder klientenorientiert sind, sondern die vor allen Dingen, sagen wir mal, saubere und freundliche und gut aufgestellte und letztlich auch asexuelle Objekte darstellen. Wobei ich festgestellt habe, man könnte ja, wenn man so von Vorurteilen voll ist, wie ich das bin, könnte man das natürlich der katholischen Kirche unterstellen. Ich habe aber genau gerade erlebt, dass also der progressive Umgang damit sozusagen durch alle Arten von Einrichtungen geht. Also das hat eher etwas mit Leitungen, mit Heimleitungen oder Stationsleitungen und Ähnlichem zu tun. Es gab ja jetzt eine große Studie 2018 in England, wo man genau dieser Frage nachgegangen ist. Und da hat man also Pflegende in vielen Einrichtungen gefragt. Und egal, ob nun examiniert oder nicht examiniert, ob weiß oder schwarz, ja, in England arbeiten ja auch viele puerto-ricanische und pakistanische Pflegende. Und die Idee war immer, also solange die Körperkontakt haben ohne Intimität, ist das okay. Ja. Aber wenn es wirklich zur Intimität kommt, dann sollte doch eigentlich eher eingegriffen werden. Und auch bei einem dementen Menschen sollte der Ehepartner das Recht haben, dem dementen Partner, der also jetzt an Demenz leidet, doch das eher zu verbieten, wenn der da jetzt mit einem anderen so zu tun hat. Allerdings, wenn beide jetzt unverheiratet sind und verwitwet sind, und dann ist das okay. Aber auch nur dann wird die Angehörige nicht dagegen sprechen. Das heißt also, es zeigt, dass solche Kontextfaktoren, wie ist der jetzt verwitwet, ist der verheiratet, gibt es dort Angehörige, die sind eigentlich dann entscheidend für die Urteilsbildung und nicht wirklich die Bedürfnisse der Klienten. Ja. Und das zeigt für mich nochmal so im Brennglas, wie ambivalent das im konkreten Fall ist. Ich wollte gerade sagen, also diese Doppelbödigkeit hat sich mir auch sehr oft offenbart. Ich bin ja auch seit vielen Jahren in diesem Feld unterwegs. Und wenn man auf das Thema Sexualassistenz kommt, dann geht es zwar darum, dass dort Menschen sind, also die als Sexualassistenten arbeiten, die ja im Grunde Prostituierte sind, die im Grunde für ihre sexuellen Dienstleistungen Geld nehmen. Ja. Und dann gibt es eine Gegenbewegung sozusagen in diesem Teil, die sich auch ganz offensiv als Prostituierte bezeichnen. Denn das sind sie ja schließlich auch. Und dann gibt es aber eine Gegenbewegung, wo es um sexuelle Assistenz geht, die sich ganz viel Mühe gibt, so zu tun, als hätten sie mit Prostitution nichts zu tun. Weil das sozusagen nochmal, das ist ja dann dreifach stigmatisiert. Ja, da ist einmal Sexualität im Alter und Demenz. Und dann noch Prostitution, das ist ja der Super-GAU. Ja. Und dann wird das versucht, aus dieser Schmuddelecke sozusagen zu holen, obwohl es inhaltlich nichts anderes ist. Und was ich da dramatisch finde, ist, dass man dort immer wieder feststellt, oder vielleicht liegt das daran, wie ich darüber denke, aber dass man immer wieder feststellt, dass die sagen, ja, wir legen uns zusammen, wir streicheln uns zwar, aber zur eigentlichen Penetration, zum sexuellen Akt, das machen wir nicht.
Da wird auf einmal eine Grenze gesetzt an der Stelle. Mhm. Und das finde ich ganz, ganz merkwürdig. Also ich finde es nachvollziehbar, aber eigentlich merkwürdig. Denn man muss sich klar machen, also ob es jetzt zu einer Penetration kommt oder nicht, ob ich jemanden nur streichel oder mich von ihm penetrieren lasse oder wie auch immer und Geld dafür nehme, dann ist es eine Form von Prostitution. Da muss man grundsätzlich über Prostitution sprechen. Ich war ja mal als Experte mitbeteiligt an diesem runden Tisch Prostitution in Nordrhein-Westfalen, als es auch um Sexualassistenz geht. Aber da muss man auch einfach dazu stehen, dass es das ist. Aber nicht dieses, nee, Prostitution wollen wir nicht, aber das wollen wir noch so wissen. Und vielleicht noch ein letzter Gedanke dazu. Die Rechtfertigung dafür, dass so etwas Ähnliches wie Prostitution doch sein darf, ist eben nicht, dass Sexualität Spaß macht, der Lebensqualität genügt oder etwas für die Lebensqualität tut, sondern dass es sozusagen Prävention von sexuellen Übergriffen ist. Sexualassistenz, insbesondere im Feld Demenz, wird immer in das Feld genommen, sozusagen Prävention von Übergriffen. Ja, dann ist es okay. Stell dir mal vor, wir würden das nicht machen, was der oder diejenige dann tun würde. Und dann wird es nochmal wieder stigmatisiert, das Ganze. Also es ist ja also wirklich der Super-GAU an Stigmatisierungen. Und das finde ich eigentlich das Schlimmste in dieser ganzen Debatte der letzten 20 Jahre ist, dass Sexualität bei diesen Gruppen im Grunde nur diskutiert wird im Zusammenhang mit der Prävention sexueller Übergriffe und nicht mit dem Spaß, dem Gewinn an Lebensqualität, das, was es für uns alle auch darstellt. Ja, das ist richtig. Also aus meiner Sicht ist das einfach so, dass Sexualität weiterhin ein Feld ist, das mit einer sehr hohen Normendichte umgeben ist. Wenn zum Beispiel ein junger Mann eine alte Frau liebt, wie in dem berühmten Film, oder umgekehrt, ein alter Mann eine junge Frau liebt, dann findet man das doch gleich schon komisch. Ja. So, ne? Und das kann man jetzt so weiterführen. Also erstmal ist es die Präkurative der Jugend, das verletzt ja das Alter schon mal. Dann sind die noch im Heim, das ist ja jetzt eher so ein, sag mal, vielleicht klinischer, sauberer, ordnungsstiftender Bereich ist. Dann sind die auch noch dement. Ja? Also ich habe ein schönes Beispiel aus einer Einrichtung, da war auch ein Paar und als die so Hand in Hand über den Gang gingen, war das okay. Als die sich dann schon mal ein Küsschen gaben, da gab es schon viel Getuschel, übrigens auch bei den anderen Heimbewohnern. Ja? Oh ja. Das ist ja auch noch eine Dimension. Ja, ja. Also das sind ja nicht nur die Angehörigen, das sind ja auch die anderen Damen und Herren. Demenz macht ja auch nicht unbedingt weise. Bösartig dann über solche Dinge reden, ja. Aber das Ende des Geländes war erreicht, als die beiden im Speisesaal sich das Gebiss rausnahmen, um sich besser zu küssen. Weil ohne Gebiss ging das besser. Ja. Da war also die Toleranz der Umgebung nun endgültig abgelegt, was ich irgendwo vielleicht auch verstehen kann, da wenn ich im Restaurant bin, dann nehmen sich Leute ihr Gebiss raus und fangen sie an zu küssen, wenn ich das auch erstmal gewöhnungsbedürftig. Aber es hat eben einen Aufstand gegeben. Allerdings, das Heim, immer ein positives Beispiel, war dann eigentlich ganz gut. Die haben dann so eine Art Paravent aufgestellt und denen so eine Nische gemacht und da konnten die dann essen und konnten dann sich da so auch beim Essen amüsieren, wie es ihnen passte. Und das fand man insgesamt seitens der anderen Bewohner zwar nicht gut, aber wenn ich das nicht sehe, dann macht mich das eben jetzt auch nicht so an. Ja? Ich würde noch mal gerne an dieser Stelle noch mal einmal den Schritt oder den Blick noch mal nehmen auf die Pflegenden selber und den Auftrag der Pflegenden. Mhm. Wie schätzt du es ein? Also wenn es so ist, dass Sexualität ein Teil des täglichen Lebens, des Menschseins ist, und ich denke, darüber kann man nicht streiten, nicht mehr wirklich streiten, dann ist es auch Auftrag der Pflege, diese Sexualität zu ermöglichen oder die im pflegerischen Auftrag vorhandenen Weichen zu stellen, damit Sexualität gelebt werden kann. Hast du das Gefühl, dass Pflegende das wissen? Ich glaube, dass das ein weitgehend, nicht bei allen, aber doch bei den meisten eher ein verdrängter Aspekt der Arbeit ist. Wie viele andere Aktivitäten des täglichen Lebens ein verdrängter Teil sind. Also auch Kommunikation und Beschäftigung und nach draußen gehen und was erleben können. Ja, also das sind weitgehend verdrängte Aspekte der Pflege. Und das hängt natürlich auch mit den Systemen zusammen. Nicht? Also ich glaube, wenn du zum Beispiel sowas hättest wie ein Qualitätssiegel sexualfreundliches Altenheim,
indem man zum Beispiel darauf Wert legen würde, dass die Betten mindestens 1,60 breit sind, damit man sich auch dort zusammen hinlegen kann. Um nur mal ein Beispiel zu nennen. Ja, wenn es also da würde aber wahrscheinlich keiner einziehen, wenn das da dran stehen würde, weil es ja wieder so stigmatisiert ist bei uns. Ich glaube wirklich, dass wenn du einen Rahmen hast und wenn das zum Thema wird in einer Einrichtung und dass dann auch so schrittweise solcherlei Dinge, selbst dann, wenn einige Pflegende das vielleicht erstmal sehr gewöhnungsbedürftig finden, dass ein Normalisierungsprozess eintritt. Das glaube ich schon, wobei das rein über Fortbildung nicht klappt. Also da gibt es ja Beispiele, wo man Pflegende darüber informiert hat und viele Fortbildungen stattgefunden haben und das hat sich auf die Haltung der Pflegenden überhaupt nicht ausgewirkt. Der einzige Faktor, der wirklich mit mehr Toleranz zusammenhängt, ist das Alter. Wenn die Pflegenden älter werden, dann werden sie toleranter. Also ältere Pflegende sind in der ist ja not long now. Also jetzt weiß ich ja, ich bin auch bald so weit. Ja? Deswegen noch einmal, ich glaube, wenn das ist ja genauso, kann man sagen, der Umgang mit Körperausscheidungen, ja? Der Umgang mit dem nackten Leib, also viele Themen, wenn die bewusst angegangen werden, wenn sie in der Organisation auch immer wieder vorkommen und thematisiert werden, dann entsteht so ein Gewöhnungseffekt. Wobei, noch einmal, ich denke, es gibt natürlich, was Pflege angeht, auch bestimmte Themen, die schon relevant sind. Also zum Beispiel Zustimmungsfähigkeit. Ja? Die Tatsache, dass es unter Umständen auch zu sexueller Gewalt gegenüber Frauen kommen kann. Aber das ist ja, es kommt ja nicht häufiger zu sexueller Gewalt, das ist dann immer eine Frage bei jedem. Dass eben ein Mann, der dement ist, in das Zimmer einer anderen dementen Dame eindringt und dann die Frage entsteht, wie freiwillig ist das jetzt, gibt es da eine Zustimmung oder so. Also das sind schon so Anliegen, die sind sehr berechtigt. Wobei ja eben diese Anliegen, das ist immer so meine Befürchtung, die überlagern das eigentlich. Diese relativ selten vorkommenden Dinge, die überlagern natürlich einfach den vollkommen legitimen Wunsch nach Sexualität. Das ist so die eine Seite, wenn es so die Sexualität der Alten betrifft, aber die andere schwierige Seite mit der Pflege natürlich immer wieder zu tun haben, und zwar überall in der Pflege, nicht nur in der Altenpflege, das ist natürlich so die sexuelle Anmache oder Übergriffigkeit. Das betrifft übrigens auch durchaus die Krankenschwester, die von jungen Männern im Krankenhaus angemacht werden. Ja, oder von Kollegen. Ja, das betrifft also jetzt nicht nur die Alten, da wird das vielleicht als besonders schwierig erlebt. Vor allen Dingen junge Frauen, die von alten, dementen Männern angemacht werden, die werden dadurch quasi regelrecht traumatisiert. Also da muss man also schon aufpassen. Also wie man sich vor solchen, sexuellen Übergriffen, Anführungszeichen, schützen kann, das ist schon ein Thema. Und wie man eben auch gucken muss, dass die Zustimmungsfähigkeit oder die Einwilligungsfähigkeit, das sind schon pflegerische Themen, auf die muss man achten. Aber innerhalb dieser eher, etwas schon auch mit Vorsicht und mit Bedacht zu reflektierenden Themen, denke ich, hat Pflege auch die Möglichkeit, die Aufgabe, sexuelle Kontakte zu ermöglichen, zu begleiten, zu assistieren. Und da wird es schon interessant. Also zum Beispiel. Muss ich jetzt der Dame beibringen, wie sie mit dem Vibrator umgeht? Und muss ich dem Herrn vielleicht assistieren, das Kondom da aus dem Päckchen rauszufummeln? Ja? Ich möchte jetzt einfach nochmal zum Schluss genauso konkret werden. Stell dir vor, da ist also ein Mann, der hat einen hohen Wunsch nach Sexualität oder will Sex haben mit einer Frau und möchte gerne Hilfsmittel für sich, damit er sozusagen mit sich selbst besser Sexualität haben kann. Was ist die Aufgabe der Pflegende? Ist es die Aufgabe der Pflege, beispielsweise diesen Menschen zu helfen, bei irgendeinem großen Dienstleister, Anbieter im Internet oder sonst wo, zum Beispiel illustrierten Videos oder ähnliches, also Pornos beispielsweise, zum Beispiel? Ja, ich würde das bejahen, weil im Unterschied zum Beispiel zu der Frage, bin ich denn auch als Pflegender verpflichtet, einem Herrn seinen Alkohol zu besorgen, in diesem letzten Fall würde ich ja unter Umständen etwas machen müssen, von dem ich der Überzeugung bin, dass es ihm schadet. Aber wenn ich ihm pornografisches Material besorge, dann schade ich ihm ja nicht, sondern ich erfülle ein legitimes Bedürfnis. Ja? Ich gehe noch einen weiter. Ja. Dieser Mensch möchte jetzt gerne einen Bordellbesuch, ist auch körperlich dazu in der Lage. Ja. Aber nicht alleine, sondern braucht zumindest jemand, der wie zu einem anderen Ausflug ihn begleitet ins Bordell, dort wartet auf ihn.
Wäre das pflegerische Aufgabe in deinen Augen? Ich sehe da keinen Grund, warum nicht. Ich sehe das auch weil, so. Weil wenn derjenige zur Apotheke oder zum Einkauf gehen will, dann kann das ja auch ein pflegerischer Auftrag sein. Warum nicht, wenn er zum Bordell gehen möchte? Wie ist das jetzt? Das ist jetzt eine demenzerkrankte Person, die aber sich ganz klar äußert. Und jetzt ist die aber doch verheiratet, diese Demenzerkrankte. Jetzt kommt die angehörige Ehefrau oder der angehörige Ehemann, wie auch immer, und sagt, Moment mal, also damit haben wir gar nichts zu tun, sowas kann man doch nicht machen, und schon gar nicht von dem Geld meines Mannes. Wie gehen wir Pflegende damit um? Ich denke, das ist natürlich tatsächlich auch sehr schwierig. Ne? Also wenn ich mir das jetzt in meinem Fall vorstelle, meine Frau wäre dement, würde in einem Altenheim leben und hätte dort jetzt so einen netten Herrn gefunden, das wäre für mich sehr schmerzlich. Ja. Und ich denke, dieser Aspekt, dass das sehr schmerzlich ist und ja, dass ich da nochmal die Entfernung spüre, das muss natürlich mit demjenigen reflektiert werden und überlegt werden, auch wie er damit zurande kommen kann. Aber ich muss als Pflegender auch sagen, ich habe nicht die Möglichkeit, das zu unterbinden, weil Ihre Frau in diesem Nahbereich auch noch selber Entscheidungen treffen kann. Also solange dieser Mensch nicht, sagen wir mal, erkennbar so weit in seiner Demenz drinsteckt, dass er zu solchen Entscheidungen nicht mehr fähig ist, das müsste man natürlich jetzt nochmal sich genauer anschauen. Wann ist das der Fall? Ja, aber solange das nicht der Fall ist und diese Dame sich dafür ganz klar entscheidet, und es auch keinen Hinweis darauf gibt, dass sie vielleicht hier denjenigen für ihren Mann hält, also eine Verwechslung oder Verkennung hat, fände ich das schon sehr schwierig. Und würde ich als Pflegender sagen, also ich verstehe, dass Ihnen das sehr viel ausmacht und ich finde das auch für Sie sehr, sehr bedrückend und belastend. Mhm. Ja, aber ich sehe keine Möglichkeit, das zu unterbinden. Die Frage ist jetzt, wenn der Ehemann das dann aktiv unterbindet, habe ich dann wiederum eine Pflicht, dort einzugreifen? Das wird sehr, sehr schwierig. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt einfach, wir konnten jetzt sowieso viele Dinge nur kurz andiskutieren und während wir miteinander reden, bekomme ich immer mehr das Gefühl, dass es sich vielleicht lohnen würde, zu einzelnen Aspekten dieses Themas nochmal weiterzuarbeiten und vielleicht auch mal nochmal einen Gast oder eine Gästin einzuladen, mit der wir darüber diskutieren. Ich möchte an dieser Stelle nicht versäumen, darauf hinzuweisen, dass Christian und ich bereits in dem Dialogzentrum Demenz an der Uni Wittenherdecke sehr lange zu diesem Thema gearbeitet haben und dass es etliche Videos, YouTube-Videos dazu gibt, unter anderem mit einer Sexualassistentin, unter anderem mit einem Juristen, der sich über juristische mögliche Probleme in diesem Zusammenhang geäußert hat. Das werden wir unter dem Video nochmal verlinken und werden nochmal deutlich machen, dort können Sie sich weiter informieren. Das war wieder ein relativ langes Haustheater. Wir beide hätten zumindest dieses Haustheater sicherlich doch länger machen können. Ich glaube, wir bleiben an dem Thema dran. Wir werden weiter uns überlegen, wie wir mit dem Thema weiter vorgehen. Wir bedanken uns erstmal wieder mal für Ihre Aufmerksamkeit. Dieses Haustheater wird auch im Podcast, der Ende des Monats kommt, wird auch das Haustheater wieder erscheinen, sodass Sie es dort nachhören können. Und ansonsten Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald.